Du? Jared ist tot, so wie deine Schmugglerfreunde. Es ist vorbei, Jon. Du kennst also meinen Namen. Du und deine Schergen. Ihr interessiert mich so viel wie ein Kessel voller Pisse. Dein Auftraggeber ist der, den ich will. Er ist ein mächtiger Mann, weißt du? Überdies könnte er jemanden wie dich gut gebrauchen. Du scheinst ein fähiger Kämpfer zu sein. Nee. Für wen hältst du mich? Ich werde niemals meinen Eid brechen. Nicht für ihn und nicht für irgendjemand sonst. Wenn ich mit dir fertig bin, dann werde ich deinen Herrn finden. Und er wird es bereuen, dass er uns je angegriffen hat. Wenn du tatsächlich bis zu Lord Valar vordringst, dann wird er kurz einen Prozess mit dir machen. Valar? Dann ist es also er. Diese miese kleine Ratte. Dank dir weiß ich nun genau, nach wem ich suche. Vielen Dank. Und nun wirst du sterben. Tod vor Schande. Macht ihn den Gar aus. Da den Hund drauf. Nee, so nicht. So, dann so. Und er geht auf den und macht so. So. Aber ganz schön zu, ey. Alter Falter. Ich glaube, ich hab's ganz schön drauf. Mittlerweile. Mann, ich bin sowas von gut. Und Todesstoß. Ah, er kann nicht mehr trinken. Sauer. Haben wir. Yes. So. Diese Ratten wären erledigt. Die werden keinem mehr was antun. All diese toten Menschen. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Du scheinst diese Sachen magisch anzuziehen. Sind das da deine Sachen? Hier, das ist interessant. Das gehört mir. Es war bei den Sachen, die mir gestohlen wurden. Ein Ring, in dem ein gekrönter Hirsch eingraviert ist? Das ist das königliche Siegel. Bei den sieben Höllen, wo hast du diesen wertvollen Gegenstand her? König Robert hat ihn mir gegeben, bevor ich in den Norden geschickt wurde. Der König? Warum würde er dir ein solches Geschenk machen? Ich lernte Robert kennen, als er zu einem Jagdausflug in die Sturmlande kam. Nicht weit von meinem Wohnort entfernt. Komm zum Punkt, Mädchen. Das ist immer noch kein Grund, dir ein solches Schmuckstück zu geben. Sagen wir einfach, dass Robert mir sehr zugeneigt war. Willst du mir gerade erzählen, dass du seine Liebhaberin warst? Und du hast nie daran gedacht, mir davon zu erzählen? Er weiß gar nicht, dass ich hier bin. Er kann sich wahrscheinlich kaum an mich erinnern. Glaubst du, das ist der Grund, weshalb diese Soldaten hinter dir her waren? Vielleicht, ja. Aber jetzt, da ihr sie getötet habt, werden sie sich kaum dazu äußern können. Gut. Hm. Patrick, beschütze die junge Dame, solange ich mich hier in der Gegend ein letztes Mal umsehe. Ich will tu, was du tun musst, Mors. Ich will ja wenigstens noch einen sammeln. Wow, ich bin Level 6. Oh, ein Paradeschwert. Und eine zusätzliche Beute. So. Sprecht mit Jenna. Erstmal will ich hier mein... Wo ist denn das Paradeschwert? Hallo? Da. 42. Dann kriege ich auf... 59 Schaden. Schön.
Das war ein Einhand. Aha. Verdammter Mist. Ich dachte, das wäre eine Zweihandwaffe. Scheiße. Toll. Ich mich vertan. Da habe ich mich vertan. So, wir haben Punkte über. Was wir brauchen, ist, glaube ich, ein bisschen mehr Leben. Und ne, Stärke, so, volle Pulle. Beherrschung, 3, boah, 3 Punkte, das ist geil. Was haben wir denn da? Die betäubt sind, mehr Schaden zu. Was haben wir hier? Ein Kopfstoß. Mit einem brutalen Schlag niederstrecken, das ist die gleiche Fähigkeit, die der andere hat. Und dann können wir auf Tod von oben kommen. Das ist das, was auch der andere hat. Das ist aber okay. Komm, wir machen jetzt mal alles hier. So, Leibwechsler. 2 Punkte. Was kann unser Wuffi denn noch lernen? Anzuspringen und zu Boden zu werfen. Das ist schon ganz geil. Schneller die Kehle durchbeißen. Oh, den Entwaffnen ist auch gut. Das nehmen wir auch direkt mit. Und wir haben... Ich brauche eigentlich ein Zweihandschwert. Da mache ich vielleicht auch mehr Schaden. Ich setze mal alles hier drauf. Guck, jetzt habe ich aber mal 62. Ey, ist das ein Kack? Hätte ich das mal... Warum habe ich denn kein Zweihandschwert? Ist das ein Scheiß? Mann, da drehe ich mich darauf. So, Jenna. Liebhaberin vom König. Super. Klasse. Das kann ja heiter werden. Seid ihr soweit? Ja. Auf. Du kannst zurückgehen, Patrick. Nimm Ward und Miles mit. Kommt ihr nicht mit uns mit? Nein. Wir werden weiter nach Süden gehen. Ich muss dieses Mädchen noch in Sicherheit bringen. Du hast gute Arbeit geleistet, Patrick. Lass uns das an der Mauer wiederholen. Komm lebend wieder zurück, Mors. Leb wohl, Bruder. So unser Plan. Wäre es angesichts der Lage nicht besser, wenn er bei uns bleibt? Je weniger wir sind, desto weniger fallen wir auf. Schade. Er wird mir fast fehlen. In welche Richtung gehen wir? Ich muss dich in Sicherheit bringen, damit ich die Aufgabe erfüllen kann, mit der mich Mormont beauftragt hat. Ich kann die Angelegenheit mit Valar nicht klären, solange du bei mir bist. Ich kenne den perfekten Ort für dich. In den Flusslanden. Genug geredet. Wir haben einen langen Marsch vor uns und ich möchte eine große Strecke zurücklegen, bevor wir unser Lager aufschlagen. Okay. Flusslande kommt mir irgendwie gerade bekannt vor. Ich glaube, wir laufen jetzt dahin, aber dann laufen wir aneinander vorbei. Die Luft wird milder und der Boden fruchtbarer. Wir kommen in die Flusslande. Du hast gut mitgehalten, Mädchen. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ich bin keine dieser feinen Damen, die in einer Sänfte herumgetragen werden müssen. Ihr seid übrigens auch ganz gut zu Fuß. Für einen alten Mann. Nun, ich werde immer stärker als ein Mädchen wie du sein. Das kannst du mir glauben. Daran gibt es keinen Zweifel. Man braucht nur zu sehen, wie ihr kämpft. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich hätte gerade wirklich nichts gegen ein heißes Bad und ein weiches Bett einzuwenden. Heute oder morgen werden wir ein Dach über dem Kopf haben. Ja? Sind wir also schon bald am Ziel? Wir gehen zu mir. Die Familie Westford hat ein abgeschiedenes Landhaus, das niemand in dieser Gegend kennt. Als ich am Ende des Krieges zur Nachtwache ging, war das der Ort, an den ich meine Frau Serena und meine Tochter Tyr brachte, damit sie in Sicherheit sind. Warum das? War eure Familie in Gefahr? Ach komm, jetzt labern wir mal alles. Wir wollen jetzt... Eigentlich wollen wir es ja auch wissen. Ist eigentlich einmal... schon mal jemandem aufgefallen, dass die Jenna weiße Augenbrauen hat? Weil man hat die Haare ja noch nie gesehen. Sehr merkwürdig. Damals war ich Vasall von Tywin aus dem Hause Lannister. Er war ein sehr fordernder Lord. Großzügig zu denen, die ihm wohl dienten, und hart zu den anderen. Er hat mich damit beauftragt, eine Frau und ihre Kinder zu ermorden. Ich habe es nicht über mich gebracht, es zu tun, und seine Befehle verweigert. Ich wusste, dass er mich dafür töten würde. Und fand mich damit ab. Ich wartete auf mein Urteil, als ein Freund mich davon überzeugte, dass es für meine Familie besser wäre, wenn ich am Leben bliebe. Auch wenn ich dafür das Schwarz anlegen musste.
Da ich nicht wusste, ob dies ausreichen würde, um die Wut meines Lords zu besänftigen, habe ich meine Familie in den Flusslanden versteckt. In dem Haus, zu dem wir jetzt gehen. Ich wollte nicht, dass meine Frau und meine Tochter in meiner Stadt leiden müssen. Und was ist dann geschehen? Ich weiß es nicht. Als ich zur Nachtwache ging, musste ich alles zurücklassen. 15 Jahre und ihr wisst nicht, wie es ihnen all die Jahre ergangen ist? Das ist schrecklich, Mors. Das ist also der Grund, warum wir den langen Weg hierher gemacht haben. Ihr wollt eure Frau wiedersehen. Gar nicht wahr. Da ist nur sicher, aber die ist wahrscheinlich eh schon tot. Ich weiß, was ich tue. Es ist ein abgelegener Ort, weit weg von Straßen und Burgen. Keiner wird daran denken, uns hier zu suchen. Wir hätten auch woanders unterkommen können, aber nein, wir müssen Ewigkeiten laufen, um genau an den Ort zu kommen, an dem ihr eure Frau gelassen habt. Ich nehme es euch nicht übel. 15 Jahre ohne Neuigkeiten. Wenn mir das passiert wäre, wäre ich wahnsinnig geworden. Außerdem habe ich genug vom Norden. Ich möchte lieber eure Familie kennenlernen. Aber wie alt ist eigentlich eure Tochter jetzt? Sie dürfte kaum älter als du sein. Aber es ist nicht sicher, ob wir sie in diesem Landhaus antreffen werden. Vielleicht sind sie auch auf die Ostinseln gegangen. Oder sie sind wieder nach Hause in die Westlande zurückgekehrt. Ich hoffe es. Für sie. Und wenn das der Fall ist? Die Westlande sind nicht weit von hier. Wir könnten auch dorthin gehen, wenn ihr möchtet. Im Grunde können wir nicht wissen, wo sie hingegangen sind. Und außerdem wäre es viel zu gefährlich für dich. Und es ist schon so lange her. Serena hat wahrscheinlich wieder geheiratet. Nein. Ich bin mir sicher, dass sie es nicht getan hat. Ich bin sicher, wir werden sie im Landhaus finden. Und sie wird vor Glück schreien, sobald sie euch wieder sieht. Na klar. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ein Haus auf dem Land mehr wert ist als eine Hütte neben einem Schloss. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe hier auch nie gelebt. Wir wissen nicht einmal, welchen Empfang man uns bereiten wird. Ich habe jedenfalls eine Aufgabe zu erfüllen. Sobald du dort untergekommen bist, werde ich losziehen und mich um den Mann kümmern, der es gewagt hat, die Mauer anzugreifen. Wenn ihr etwas vorhabt, dann weicht ihr nicht davon ab, oder? Ihr seid genauso stur wie König Robert. Gut, ich werde Wache halten. Du solltest dich etwas ausruhen, Mädchen. Ihr habt wohl recht. Wo ist euer Hund? Am Anfang hat er mir Angst gemacht. Aber jetzt beruhigt es mich, wenn ich weiß, dass er bei uns ist. Mach dir um ihn keine Sorgen. Du solltest dich wirklich ausruhen, Mädchen. Ich wurde damit beauftragt, dich in Sicherheit zu bringen. Und das werde ich kaum schaffen, wenn du nicht mehr auf den Beinen stehen kannst. Nun gut. Eigentlich müsste ich die Helme mal wieder ausschalten in den Zwischensequenzen. Man sieht den Typen nie. Ich weiß schon gar nicht, wie der aussieht. Oh, da sieht man ja viel. Questseite aktualisiert. Lass mich raten, die hier habe ich völlig vergeigt. Ich weiß es nicht. Ich laufe 5 Meter und habe wieder eine Zwischensequenz. War klar. Bist du sicher, dass uns hier niemand finden wird? Keine Sorge. Ihr seid hier sicher. Mors, versprich mir, dass du alles tun wirst, um zu überleben. Oh. Mors, ist alles in Ordnung? Ja, es ist nichts. Ist klar. Flashbacks. Lauf einfach mal. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, was hier so abgeht. Oh. Ich habe keine Zeit, darum zu trödeln. Oh. Ich muss wissen, was mit meiner Familie geschehen ist. Ach, Mors. Komm schon. Lass mich doch mal die Gegend erkunden, ey. Verdammter Mist. Na gut, dann halt nicht, wenn du nicht willst. Wo ist eigentlich Jenna? Jenna? Jenna! Ist jetzt reingegangen, ohne mich? Ey, blöde Pute. Was soll denn das? Du warst im Recht, Liebste. Diese Kinder hatten den Tod nicht verdient. Es war die richtige Entscheidung. Aber unser Lehnsherr,
Ich weiß. Ich muss die Konsequenzen für meine Taten tragen. Wie auch immer, ich kannte das Risiko, als ich den Befehl missachtete. Und ich würde es wieder tun. Das sieht aber irgendwie nicht so einladend aus hier gerade. Versprich mir, dass du das schwarz anlegst, falls sie dich lassen. Versprich es mir. Ich werde euch nie vergessen, Serena. Werde ich auch nicht. Jetzt geh. Dein Freund wird sich um uns kümmern. Sein Freund? Das verheißt wieder nichts Gutes. Aber hier ist schon lange, glaube ich, keiner mehr gewesen. Das Gefühl. Wo ist eigentlich Jenna? Wo ist in der Welt? Guck sie hin. Hier ist eine Tür. Passiert gar nichts. Flashbacks. Ach, mein Sohn, die Westfords tun alles, um die Ideale von Gerechtigkeit und Edelmut aufrechtzuerhalten. Es ist unsere ritterliche Pflicht, unserem Lehnsherrn zu gehorchen und zu schwören, die Bedürftigen zu beschützen. Ich hoffe, auch du wirst diesen Weg einschlagen. Vater. Haus Westford. Vasallen des Hauses Lannister. Von wem sonst? Die Flusslande. Wo ist Licht denn da? Ui, ein fein gearbeiteter Dolch. Den ich aber wahrscheinlich nicht tragen kann. Nein, weil ich zwei Handwaffen trage. Das ist ziemlich doof. Warum habe ich mir das nochmal ausgesucht? Ei, das wird ja immer besser. Siegelring der Baratheons. Mein Gott. Der ist mir herumschleppe. Ach, das sind Statuen. Guck mal. Hier, sieh mal einer an. Ich habe direkt drei Stück. Guck mal da. Gib ich doch gar nicht. Ja, sieh mal einer an. Was ist? Hast du etwas gesehen? Nein! Warte! Moss! Lass mich durch! Moss! Serena! Tür! Was ist? Habe ich dich verletzt, als ich dich weggestoßen habe? Das ist es nicht, Moss. Dein Bauch. Wie lange bist du schon schwanger? Einige Monate. Das hat gerade noch gefehlt. Wusste Arin davon? Deshalb schickte er mich zu dir. Na klar. Thank you.
Komm, Wuffi, rette sie. Leise. Wir sind nicht allein.